für eine Stadt. Ich bin schon seit über 2 Wochen zurück und krankheitsbedingt kommt dieses Video jetzt wesentlich später, als ich es eigentlich geplant hatte. Aber es hat mir auch Zeit gegeben, um die Eindrücke ein bisschen besser zu verarbeiten. Ich will dich jetzt mal mitnehmen und ein paar Momente in Tokio gemeinsam mit mir, der Fujifilm X106 und etwas klareren Blick nochmal zu erleben. Da die kleine DJI Action 2 mich leider regelmäßig im Stich gelassen hat, gibt's nicht ganz so viel Videomaterial, wie ich mir erhofft hätte. Aber ihr seid ja sowieso nur wegen der Fotos und meiner Stimme hier. Den ersten Abstecher machen wir bei bestem Wetter auf den Tsukiji Fischmarkt. Andreas vom Fuji X Forum war so nett, mich da mit einer Kamera zu begleiten. Er hat mich gefilmt, wie ich auf dem Markt fotografiert habe, und ich gebe euch ein paar Kommentare dazu, wie und warum ich die Fotos gemacht habe. Los geht's. So ein doch touristisch angehauchter Ort wie dieser Fischmarkt ist perfekt für mich für den Einstieg in der Street Photography in der Stadt. Hier sind so viele Touristen unterwegs, jeder hat eine Kamera dabei, es wird ständig fotografiert. Die Leute, die dort arbeiten, denen ist auch bewusst, dass hier überall fotografiert wird. Dadurch kann man sich langsam in die ganze Sache einfühlen, sich ein bisschen mit der Umgebung und den Menschen vertraut machen und schauen, wo sind die Grenzen, wie nah kann ich rangehen, wie lang kann ich unbemerkt bleiben. Was ich im Moment versuche zu üben in meiner Street Photography, ist den perfekten Moment zu erwischen. Also nur einmal abdrücken und dann genau den richtigen Zeitpunkt erwischen, wann alle Dinge zusammenkommen. Licht, Protagonisten, die Szene, die Umgebung, alles muss zusammenpassen. Weniger oft auslösen, dafür das perfekte Bild versuchen zu erwischen. Führt dazu, dass ich im Moment auch sehr viel verpasse, aber es ist gut, glaube ich, sowas zu üben und nicht nur sinnlos auf den Auslöser zu hauen, sondern wie hier sich wirklich überlegen, von wo gehe ich an die Sache ran, der Mann wird sich jetzt nicht sonderlich wegbewegen, zu schauen, was ist der perfekte Winkel und dann wieder auf den richtigen Moment zu. Perfekten Moment verpasst. Der Mann hat gerade eben eine große Styroporkiste durch die Gegend getragen. Ich habe das gesehen, aber ich war zu spät dran. Ich war nicht an der richtigen Position. Und ich weiß, die meisten Dinge auf der Straße wiederholen sich. Der hat bestimmt nicht nur eine Kiste, die er durch die Gegend trägt. Heißt also abwarten, bis er normal nach einer Kiste greift und mir nochmal genauso ins Bild läuft. Und jetzt stehe ich an der perfekten Stelle und muss nur noch abdrücken. Das Letzte, was ich dann hier auf dem Fischmarkt noch gemacht habe, ist so eine kleine Mikro-Reportage. Statt nur ein Bild von diesem Messer-Verkaufs- und Schleifshop mir zu holen, versuche ich in kleinen Sequenzen diese Geschichte zu erzählen. Also ich versuche auch, alles einzufangen, vielleicht ein Detailbild mal mitzunehmen, verschiedene Tätigkeiten, die ja stattfinden. Dabei ist natürlich immer so ein bisschen ein Tanz, wie weit kann ich gehen, also wie weit kann ich wirklich reingehen in den Laden, bevor sie mich dann rauswerfen. Inspiriert durch die anderen Content-Creator, die in Tokio dabei waren, habe ich die X106 mal auch für ein paar Videoclips verwendet, weil mit dem integrierten Bildstabilisator sollte sie das ja eigentlich ganz gut können. Und was ist schöner, als eine Kamera dabei zu haben, mit der ich auch mal ein paar Videoclips machen kann. Ich habe hier ein paar Szenen mitgebracht, die sind zwar mit 50p gefilmt, jetzt auf 25p dargestellt, sprich die laufen langsamer ab. Das hilft auch gegen die Verwacklung. Ich muss aber auch sagen, der IBIS tut wirklich gut in der Kamera. Das funktioniert hervorragend für Videos. Gerade auf Reisen, wenn man weniger Equipment dabei haben möchte, ist es eine feine Sache, eben auch mit der X106 jetzt mal ein paar Videoclips drehen zu können. Der Bildstabilisator hilft ungemein und mit den Filmlooks kann ich direkt aus der Kamera die Clips auch verwenden. Und jetzt geht's weiter auf den Fujifilm X-Summit 2024 in Tokio. Es
Es war echt beeindruckend zu sehen, welchen Aufwand Fujifilm hier auf sich genommen hat für den X-Summit Tokio 2024. Der oberste CEO war da, hat sich auch nicht nehmen lassen, als erster die Fujifilm X106 zu präsentieren, bevor dann die anderen übernommen haben. Es wurde eine Art Zeitstrahl gezeigt, wann welche Filmsimulation in das X-Series-Lineup hinzukam. Jetzt zuletzt dann mit der Reala Ace Filmsimulation. Es gab verschiedene Ausstellungsflächen, wo man sich die Sachen angucken konnte. Es gab eine schöne Übersicht über die Filmsimulation. Und es gab einen kleinen Extra-Bereich, auf dem die WordPress-Foto-Partnerschaft nochmal separat beleuchtet wurde. Unter anderem wurde das Siegerfoto ausgestellt und auch die XH1, mit der das Foto aufgenommen wurde. Es gab auch einen großen Touch-and-Try-Bereich, in dem man die neuen Kameras ausprobieren konnte. Wir sind hier mitten in der Touch-and-Try-Area und ich musste feststellen, dass es hier tatsächlich von meinen Bildern geht. Das Bild, das hier ausgestellt worden ist, war im Rahmen der Marketingkampagne für die X106 entstanden. Das habe ich letztes Jahr in Stuttgart aufgenommen. Scheint, als wäre Street Photography in Stuttgart doch möglich. Was mir erst beim Anblick dieses Querschnitts klar geworden ist, ist, wie nah die letzten Linsenelemente eigentlich vor dem Sensor in der X100-Serie drin liegen. Und was einem noch beeindruckender vorkommt automatisch ist, dass die jetzt auch noch diesen Bildstabilisator damit drin haben, der ja auch nochmal Platz frisst. Es ist wirklich ein Wunder, wie die Fujifilm-Ingenieure geschafft haben, das so kompakt alles zusammenzukriegen und die Form und ungefähr auch die Außenmaße beizubehalten. So, der Fujifilm X-Summit ist jetzt ganz offiziell vorbei. Vielen Dank nochmal an Fujifilm für die Einladung hier nach Tokio. Ich werde die Stadt jetzt noch ein paar Tage auf eigene Faust erkunden, schauen, was Tokio noch zu bieten hat und natürlich auch die X106 noch ein bisschen weiter testen. Und immer wenn mir was Interessantes auffällt, werde ich es euch hier im Video auch zeigen. Die ersten Tage in Tokio waren von Regen geprägt. Das ist eine sehr wohlwollende Formulierung dafür, dass es die ganze Zeit geregnet hat und auch ziemlich kalt war. Bietet natürlich aber auch Möglichkeiten. Durch den ständig nassen Boden kann man sehr viel mit Reflexionen spielen. Die Lichter spiegeln sich wieder. Auch wenn man Innenräume ist, kommt von draußen doch relativ viel Licht rein, was über den Boden wieder reflektiert. Ich habe es mir auch nicht nehmen lassen, nach der trubeligen Zeit in Tokio verschiedene Tempel und Schreine aufzusuchen. Das hier ist der Hinschrein zum Beispiel, der mich da auch so ein bisschen, nicht unbedingt Street Photography gemacht habe, aber die eher sowas wie den Mix aus Urlaubsfotografie und Street Photography. Den Polizisten, der hier an dieser Kreuzung steht, habe ich bestimmt 15 Minuten lang beobachtet, um dieses Bild zu bekommen, in dem alles zusammenkommt. Nur er und ein weiterer Passant auf der einen Seite der Kreuzung. Ich habe in den ersten Tagen in Tokio wirklich ziemlich viel Strecke gemacht. Ich denke, im Schnitt waren es so um die 20.000 Schritte, die ich pro Tag gemacht habe. Und da merkt man dann schnell jedes Gramm an der Kamera. Und die X106 ist definitiv eine leichte Kamera, die ich auf Reisen wirklich sehr gerne mitnehmen werde, weil sie nicht viel Platz wegnimmt, nicht viel wiegt und ich mich dann doch sehr flink und frei in so einer Stadt bewegen kann. Wenn ich wie zuletzt in Tokio nur wenig Zeit habe, um zu fotografieren, hilft es mir ungemein, in kleinen Serien oder Themen zu denken und dann mit diesen Triggern im Kopf auf die Straße rauszugehen. Obwohl Tokio eine Stadt mit über 14 Millionen Einwohnern ist oder vielleicht gerade deshalb, sieht man immer wieder Menschen, die isoliert oder irgendwie einsam wirken. Ich habe versucht, das Gefühl in meiner Street Photography ein bisschen festzuhalten. Indem ich mich auf die Kontraste im urbanen Raum konzentriere, die Stille inmitten dieses Trubels, diese Einsamkeit trotz der Menschenmassen,
schaffe ich es manchmal, Momente einzufangen, die eben eine andere Seite dieser Stadt zeigen. Es geht mir darum, die unerzählten Geschichten zu visualisieren, die sich hinter diesen vorbeieilenden Gesichtern verbergen. In einer Stadt, die so hektisch ist, sind es gerade diese stillen Augenblicke, die eine besondere Faszination auf mich ausüben. Ich suche nach den Szenen, in denen das Licht, die Farben und die Komposition insgesamt zusammen mit dem Protagonisten eine Geschichte erzählen, die über das Offensichtliche hinausgeht. Manchmal ist es dieser einsame Geschäftsmann in der Hotellobby, mal ist es eine Frau, die mit einem roten Regenschirm einfach nur am Meer vorbeigeht. Die Szenen sind flüchtig, aber in denen liegt doch eine tiefe Menschlichkeit, die ich festhalten möchte. Ich habe bewusst Orte aufgesucht, an denen die Menschen zwar physisch nahe beieinander sind, aber dennoch eine Distanz spürbar ist. Es ist diese Dualität von Nähe und Distanz, die mich fasziniert und ich durch meine Linse einfangen möchte. Die Szenen sind natürlich nicht nur in Tokio zu finden. Sie sind ein globales Phänomen in Großstädten, wo das Leben oft anonym und isoliert scheint, trotz oder vielleicht wegen der ständigen Präsenz anderer Menschen. Aber in Tokio mit seinen Neonlichtern und diesen endlosen Strömen von Passanten scheint der Kontrast zwischen dieser äußeren Wuseligkeit und dieser inneren Entfernung besonders ausgeprägt. Eine Woche lang hier in Tokio mit der X106 fotografiert. Das letzte Jahr über habe ich hauptsächlich mit der X-T5 und dem 2314, manchmal auch mit dem 2320 fotografiert. Was wirklich auffällt, ist, die X106 ist kleiner. Ich meine, das ist offensichtlich, dass sie kleiner ist, aber sie ist auch unauffälliger. Man wirkt bei weitem nicht wie ein Fotograf mit der kleinen Kamera. Ich glaube, die meisten Leute verbinden immer noch den Prismenhügel, der auf der X-T5 drauf ist, aber wo ja nur der digitale Sucher drin steckt, das verbinden sie mit Profikameras und so eine kleine Rangefinder-Kamera, die wird einfach nicht als Kamera oder als Profikamera wahrgenommen. Und das macht einen in der Street Photography auf jeden Fall unauffälliger. Eine Sache, die unter meinem Video ja direkt heiß diskutiert wurde, ist der Preis der X106. Ich wusste den Preis der X106 tatsächlich bis vor wenigen Wochen noch gar nicht. Als ich mein Review gemacht habe, wusste ich den Preis auch tatsächlich noch nicht, sonst hätte ich ihn da auch schon genannt. Was ich mir aber denken konnte, war, dass natürlich gegenüber der X100V mehr sein wird, was er kostet. Man muss aber unterscheiden, meiner Meinung nach, zwischen teuer und viel Geld. 1799 Euro, ohne Frage, viel Geld. Ich finde 1799 aber nicht teuer für die Kamera. Ich habe mir auch mal die Mühe gemacht, den Preis der X100V aus 2020, das waren 1499 Euro, umzurechnen, inflationsbereinigt umzurechnen für 2024. Das heißt, was würde eine X100V kosten, wenn sie heute veröffentlicht werden würde? Und das wären 1750 Euro. Das heißt, die X106 ist genau genommen nur 50 Euro teurer als die X100V. Und ich finde das wirklich nicht viel. Vor allem, wenn ich bedenke, was die X106 jetzt alles mehr kann als die X100V. So cool das jetzt ja auch sein mag, hier in dieser reinen Wohngegend unterwegs zu sein. Mit Englisch ist es ja halt wirklich komplett vorbei. Jetzt heißt es, sich mit Händen und Füßen zu verständigen.